Dieses Let's Play ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet. Willkommen zurück bei Zombie U. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem zweiten Buch, sind aber schon nah dran. Hier runter soll's gehen. Und ist euch was aufgefallen? Hä? Kommt schon. Ich bin im letzten Part nicht gestorben. Wie geil! Hoffentlich schaffe ich das auch in diesem. Oh, und sieht aus, als könnte ich mich hier ausruhen. Und somit auch meine Waffen verbessern. Ich habe ja jetzt das Schrotgewehr mitgenommen. Das dürfte dann unsere stärkste Waffe sein. Zumindest von den Schusswaffen her. Da freue ich mich schon drauf, die ganzen Arschlöcher damit abzuballern. Ah, nee, ich kann mich hier nicht ausruhen. Das ist... Stimmt, das Home-Zeichen war ja für... Ding. Safe House. Okay, dann werde ich kurz zurück zum Safe House gehen und ein paar Sachen in die Metallkiste tun und dann geht's gleich weiter. Okay, habe ein bisschen abgelegt, habe ein bisschen mitgenommen. Ich habe auch wieder einen toten Mitspieler gefunden, also einen Überlebenden, der zu einem Zombie wurde. Schaut tatsächlich so aus, als würde das Spiel manchmal Überlebende von anderen Zombie-U-Spielen senden. Also zumindest kommt es mir so vor. Ich meine, gestorben bin ich nicht. Also müssen es ja andere Spieler sein. Was ist das? Wieso bin ich schon wieder voll? Echt? Ja gut, weil ich mich geheilt habe. Aber es schaut so aus, als wäre das sowieso nur, Geschützmunition. Für ein MG oder so. Und das braucht es jetzt eigentlich nicht wirklich. Moment, ich kann hier noch die Pistole nachladen. Das wollte ich noch machen, habe ich vergessen. Jetzt haben wir doch Platz. Ich nehme es mal mit. Ja, 18. Ja, das braucht es eigentlich nicht. Verdammte Scheiße. Jetzt weiß ich, wo du bist. Bei Ron Friedman. Alles, was du dort findest, ist ein debiler Trottel, der die Raben von der Wahrheit abgebracht hat. Vorsicht, wenn du reingehst. Ron Friedman ist ein verlogener Eimer Scheiße. Glaub ihm kein Wort. Er lässt dich höchstens Hirngespenste jagen. Scheiße. Scheiße sind das viele. Ich habe jetzt nur eine Granate parat. Fuck. Nein. Du Schlampe. Ich hoffe, die Granate hat noch irgendeinen anderen erwischt. Ich weiß halt nicht, ob mir noch mehr nachgelaufen sind. Sie hat noch eine Leuchtrakete. Was ich noch sagen wollte, ist, dass der andere Überlebende leider nicht viel hatte. 4 Munition und eine Schokolade. Verdammt, die Granate war umsonst. Es ist mir niemand nachgerannt. Fuck, ey, da müssen wir das ein bisschen besser lösen. Und zwar, ich glaube, wir machen wieder die Kombi Molotow und Leuchtrakete. Zitter nicht so, Junge. Zitter nicht so, ist alles gut. Mit einer Leuchtrakete können wir sie ja alle an einen Punkt locken. Ja, wenn sie natürlich so schnell kommen, dann haben wir ein fucking Problem. Alter, mach schneller. Oh. Das war ganz scheiße gelöst, Mann. Ich hätte am Anfang schon die Leuchtrakete schmeißen sollen. Noch ein Molotow-Cocktail. Ja, den werde ich auch gleich mitnehmen, weil ich muss sowieso jetzt hier meinen großen Hilfekasten nehmen. Mann, die Tür hat sich geöffnet und dann kamen da Tausende. Es sah erstmal so aus, als wäre da nur einer oder zwei. Aber so viele, und wenn die natürlich jetzt hier schon im Gang sind, dann bringt mir das nichts mit der Leuchtrakete. Und dem Molotow-Cocktail. Das waren jetzt alle. Hoffe ich. Vielleicht ist einer noch geflüchtet oder so. Aber hier in der Umgebung ist keiner mehr.
Problem ist halt, wir haben jetzt halt eigentlich nichts mehr wirklich zur Heilung parat. Das war's jetzt. Muss ich erst wieder was finden. Vielleicht hat der was. Nee. Aber ich habe sowieso das Gefühl, dass es jetzt wieder richtig schwer wird, momentan. Die Schonzeit ist vorbei. Hä? Okay, es gibt jetzt hier... Was? Oh, oh. Wo kam denn die her? Die kam von hinten und nicht aus dem Aufzug, oder was? Aber ich habe sie im Griff. Zum Glück. Also eigentlich müssen die ja aus dem Aufzug kommen. Wie fahre ich jetzt damit hoch? Hier. Ich weiß jetzt aber eigentlich auch nicht, ob der jetzt richtig ist. Oder ob wir den anderen hätten nehmen sollen. Weil es gibt zwei Aufzüge, wie ihr seht. Wollen wir hoffen, dass sie beide in den gleichen Ort führen. Ach nee, der geht gar nicht. Oder doch? Scheiße. Scheiße. Och nee, ne? Hier, fang. Nein, nein. Ja, ich hab sie abgelenkt mit der Leuchtrakete. Geh dich hin, du Schwein. Solange sie noch leuchtet, kann ich hier noch draufhauen. Dürfte aber gleich ausgehen. So, sie ist tot. Er greift mich gleich an. Die Leuchtrakete hat uns jetzt schon ein bisschen gerettet. Also nicht denken, dass das jetzt unnötig war. Nee, nee, die hat uns gerettet. Und der Molotow hat hoffentlich die anderen Schweine verbrannt. Oh, wir sind in der Disco angekommen. Verdammt. Rons Wohnung ist im nächsten Stock. Du musst einen Luftschacht finden und hochkrabbeln. Oh, fuck, hab ich mich wieder erschrocken jetzt. Damn it. Ja, dann würde ich sagen, stürmen wir mal die Party. Aber, vielleicht sollte ich erstmal wieder Items beschaffen. Und zwar Molotow und Leuchtrakete. Das ist meine Lieblingskombi irgendwie. Wir haben noch volle Leben. Also das zuletzt war schon besser gelöst. Oh oh. Fuck. Mir werden richtig viele Gegner angezeigt. Ach, der ist hingefallen. Ich muss nicht Patronen verschwenden. Ich schlag dich einfach tot. Und flacken bleiben. Plündern? Nee, ist nix. Kann ich da auch drüber? Nö. Gut. Hier sind mindestens zwei Zombies. Nee, genau zwei. Der erste war daneben, aber der zweite war ein Header. Okay. Da ist noch einer. Sitzt der da? Ich glaube, er stellt sich tot. Jetzt nicht mehr. Du kannst ruhig da unten bleiben. Da bist du am schönsten. Der lebt auch. Leck mich. Fuck, fuck. Nein, nein. Scheiße. Scheiße. Noch ein Molotow. Nehmen wir mit. So, hier ist doch schon dieser Lüftungsschacht, oder? Muss ich hier rein? Aber was ist dann bei der Party? Da möchte ich jetzt schon vorbeigucken. Da ist nichts. Nee, wir gucken mal da rein. Aber da werden mir jetzt eigentlich auch keine Gegner angezeigt. Aber das kann doch nicht stimmen. Ach so, ist verschlossen. Ja gut, dann gehe ich halt weiter. Wäre jetzt zwar geil gewesen, wenn man da hätte reingehen können. Aber wenn nicht, dann eben nicht.
Gehen wir durch den Lüftungsschacht. Oh nee, Mizi. Die arme Katze. Scheiße. Das ist nur ein roter Teppich, sah aus wie... Verdammt. Was? Hier kann ich rein? Scheiße, erst nachladen. Bin ich eingeladen zu der Party, sagt ihr? Ich will aber rein. Oh ja, und es werden auch verdammt viele Zombies angezeigt. Hier kann ich jetzt auch hoch. Ach, scheiße. Bin aber runtergefallen. Ich dachte, ich hätte da oben durch die Ziegelsteine durchgehen können. Ist aber nicht so. Mann, warum wurden mir denn diese Zombies jetzt erst angezeigt, nicht schon vorher? Aber auf jeden Fall sollten wir mal da reinschauen. Zumal mein Ziel dort in der Nähe ist. Aber vielleicht ist hier noch irgendwie ein Bonus. Ah, von wegen Bonus. Da hat einer mal richtig seine Tage gehabt. Oder ihre Tage, besser gesagt. Oh my God. Hoffentlich keiner gemerkt. Die Waffe hat ja Schalldämpfer. Weil da sind definitiv noch mehrere. Viel mehr. Ach du Kacke. Schaut mal an. Die spielen Just Dance. Okay, Freunde. Das machen wir so. Leuchtrakete. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Cocktail. Gehört ja auch zu einer Party dazu. lecker, lecker. Wie sie einfach weiter tanzen, ist denen egal, ist das die abfackeln, sind die gestört? Ja, stimmt, natürlich sind sie das. Wie viel Alk hier rumliegt, lol. Was ausschalten, geht auch. Bringt das was? Nö. Dann lasse ich die Musik an, warum nicht? Schöner Fernseher. Oder ist das ein Monitor? Schwer zu sagen. So, habt ihr beiden was? Wie viel seid ihr eigentlich? Sah noch 6 Stück aus. Pistolenmoney, das freut mich. Oh, sind noch nicht alle ganz tot. Dafür sorge ich aber schon. Keine Sorge. Hat nix. Wer hat was? Pistolenmunition, welche? 2 Stück. Gleich mal nachladen. Für meine Schallgedämpfte. Hier kann ich wieder raus. Aber auch da geht's weiter. Vorsicht. Oh, warte. Ich glaube, das hier ist nur da, eine Abkürzung nach draußen. Falls jetzt da hinter der anderen Tür irgendwas passiert, können wir flüchten. Ne? Oder? Ja. Oh, scheiße. Aber irgendwie ist es geil hier. Wow, Mann. Ein Freesome. Wie ekelhaft. Vor allem jetzt. Ich hab's noch ekelhafter gemacht. Aber ansonsten ist hier gar nichts. Ah. Immerhin geht's weiter. Rapper hier. Das Signal wird schwächer. Ich verliere dich. Das ist sehr schlecht. Oh oh. Was? Da rechts neben mir? Hier soll ein Zombie sein. Na toll.
Na, ganz toll. Kann ich schießen, während ich hier krieche? Nein. Ja, dann raus, raus, raus. Aber hier sind auch welche. Und wieder welche sind. Fuck. Oh, schön, der liegt, der liegt. Ist zwar einer mit Helm, aber der Helm ist gleich ab. Und drei. Und Gnadenstoß. Weg bist du. Wo ist der andere Spinner? Kommt der nicht? Hat anscheinend einen anderen Weg eingeschlagen. Ich hoffe, ich bin hier sicher, weil ich muss schnell nachladen hier. Also was heißt nachladen? Ich brauche neue Items. Dann nehmen noch einen Molotow. Fuck, steh auf, steh auf! Steh doch auf! Eben, da ist er. Ich hab ihn richtig gehört, ey. Der hat aber lang gebraucht. So. Oh, Licht ist aus, Mann. Gut, dann muss ich die Zeit zum Scannen. Hier ist aber nichts. Die Tür kann man nicht öffnen. Okay, dann gehen wir weiter. Bullshit. Drei Stück. Bin mir nicht ganz sicher, wo. Also eigentlich wird es mir angezeigt hier links, aber ich habe was von rechts gehört. Nee, muss ich mich getäuscht haben. Ja, da sind sie. Viel Spaß damit. Also zumindest einen haben wir damit erwischt. Yes. Mindestens einer. Der hat nichts. Die anderen beiden sind ein bisschen weiter weg. Scheiße. Es ist sehr viel gefährlicher geworden, aber ich glaube, ich bin auch besser geworden, weil, ja gut, ich bin immerhin schon lange nicht mehr gestorben. Oh oh. Wo bist du? Ach, fuck. Das Schießen können wir uns sparen, es ist schon wieder einer mit dem Helm. Komm, Helm, bitte. Nein! Nee, 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 ist nicht so leicht. Ach, dann hab ich doch erwischt. Scheiße. Piss dich. Dann muss ich halt einen Kuchen fressen, oder was ich da auch immer hab. Ich hab noch Schokolade. Und er hat... Ja, was ist das? Armbrustbolzen. Okay. Und noch 4 Pistolenmunition. Klingt gut. Ich muss mal kurz eine Pause machen. Okay, und weiter geht's. Im Übrigen, ich glaube, dass ich wieder so einen CCTV-Verteiler übersehen habe. Aber scheiß drauf. Dann machen wir eben ohne Karte weiter. Ich kann hier also hoch. Bringt das irgendwas? Nee, oder? Nö. Hey, was ist das denn? Na, so eine Kiste, wo man was lagern kann, wenn man gerade zu viele Items hat. Und dann muss man halt hierher zurückkehren und kann sich die Items wieder nehmen. Habe ich bisher nicht benutzt, will ich auch nicht benutzen. Wenn, dann die Kiste im Safehouse. Schieben? Oh. Eine geheime Tür. Haha. Das werden wir uns gleich näher angucken. Ich möchte nur mal gucken, wo wir hier hinkommen. Das führt mich doch bestimmt zu einem versteckten Item oder sowas. Oder nicht? Nee. Doch nicht. Das ist nur der Rückweg. Ich überlege gerade, ist das hier ein... Ja! Das ist ein CCTV-Teiler! Wir haben eine Karte! Supi! Hey, da liegen Dokumente.
Aber wie komme ich da hin? Keine Ahnung. Ich öffne mal die Tür. Oh. Hier spricht Sandra an alle Raben. Nest 6, 18, 19, 22 und 34 wurden von Geiern überfallen. Die Sache ist im Fluss. Rob, melde dich. Ich bin Sandra. Wir verschwinden in weniger als 12 Stunden. Ron Friedman, wenn du mich ignorierst, dann schwöre ich. So antworte doch, Ron. Bin ich damit jetzt gemeint? Kann doch irgendwie nicht sein, oder? Unsere Charaktere haben ja vorgegebene Namen. Die kenne ich jetzt nicht. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Da muss irgendeine andere Überlebende gesprochen haben. Was ist das? Schon wieder so ein Code. Alter, das ist schon das zweite Mal, dass wir hier irgendwas eingeben sollen. Ich weiß doch nicht. Keine Ahnung. Woher soll ich diesen Code denn wissen? Da ist auch nichts drin. Also entweder man bekommt diese Information. Okay. Unsichtbare Schrift. 1527. Soll heißen, hier haben wir den Code. 1527. Das war jetzt Zufall. Aber bei dem anderen Tresor wusste ich es nicht. Ja, und jetzt? Wow. Da sind ziemlich viele Items, aber ich muss kurz das Plündern unterbrechen, denn wir bekommen Gesellschaft. Aber ich stehe nicht so auf Besuch. Von daher, Schluss damit. Drecksschwein. Trevor hier, hörst du mich? Da scheint es heiß herzugehen. Such die Küche und nutz den Müllschlucker. Das ist der schnellste Weg raus. Also, hier ist irgendein Buch. Dr. Jones, dies... Ach, das ist sogar das Buch, das wir brauchen. Okay. Und das? Tierfleisch. Für Heilung. Aber ich glaube, Ratten. Heilt mich also nicht unbedingt. Dann lasse ich das mal. Fress die Schokolade. Ich werde sonst noch Munition mitnehmen. Und was ist das? Feuerkraftaufwertung. Das nehmen wir auch mit. Ansonsten den Kuchen. Oder Moment mal, den fresse ich vielleicht. Ja. Und die 3 Ratten, die jetzt noch da übrig sind, die lasse ich einfach da drin. Da scheiße ich drauf. Boah, mich hätte echt interessiert, was in dem anderen Tresor ist. Aber das finden wir halt höchstwahrscheinlich nicht mehr raus. Vielleicht hätte ich da auch einfach nur das Licht anmachen müssen. Vielleicht war da ja eine. Lieber John, ich werde Lampe. Niemals vergessen, was du mir gegeben hast. Unsere gemeinsame Zeit war die schönste in meinem Leben. Aber jetzt sind die Erinnerungen getrübt und ich möchte es beenden. Wir beide wissen, du gehörst nicht in die Anstalt. Aber dieses ganze Unrecht hat dich verändert. Du bist nicht mehr der Mann, in den ich mich verliebt habe. Der Mann, der alles riskiert und alles verloren hat, bei dem Versuch, die Welt auf den kommenden Sturm vorzubereiten. Dieser Mann scheint tot zu sein. Rückblickend werden deine Briefe im Laufe der Zeit immer verbitterter, zynischer und verächtlicher. Gott weiß, dass ich dir keine Vorwürfe machen kann, nach allem, was passiert ist. Aber ich möchte diesen neuen Mann nicht kennenlernen. Ich glaube nicht, dass wir uns irgendetwas Sinnvolles zu sagen hätten. Wenn ich die Fäulnis irgendwie überlebe, wenn irgendwer von uns überlebt, verdankt er es dir. Das bin ich dem Mann, den ich liebte, schuldig. Er bleibt Teil von mir. Für immer. Vergib mir. Traurige Geschichte. Boah, fuck, Mann. Bricht dir nix. Scheiße, da war ein Zombie. Steh auf!